Hallo alle zusammen, heute leider nur ein kleines Video, weil ich relativ wenig Zeit habe. Aber fangen wir an, und zwar ist mir was ziemlich Witziges in die Hände gefallen. Und zwar ein rein optischer Belichtungsmesser von Zeiss. Damit kann man die Belichtung messen, ohne dass man dafür Strom benötigt. Aber gucken wir uns das kleine hübsche Ding hier mal genauer an. Hier haben wir also das gute Stück, wo auch der offizielle Name drauf steht, den man hier nur noch sehr schlecht lesen kann, allerdings steht hier natürlich auch im Videotitel. Hier oben ein Druckknopf, dann haben wir hier den Belichtungsmesser, ein sehr schönes Stück aus Glas, wo hier noch ein Pentagramm abgebildet ist, was ich auch kulturhistorisch ziemlich interessant finde, denn damals hatte zumindest die Fotografie noch ein ganz anderes Verhältnis zu okkulten Symbolen und sowas. Das hat sich ja heute komplett geändert und die Kameraindustrie versucht eher Hightech zu memen und sich von Aberglauben und sowas zu entfernen. Sehr interessant auch diese ganze Geschichte, vielleicht mache ich da ein größeres Video irgendwann mal drüber. Aber gucken wir uns mal an, wie das Ganze funktioniert. Und zwar haben wir hinten, neben nochmal dem Zeiss Icon Logo, eine kleine Augenmuschel, durch die sehen wir hindurch. Und diese Pupille kommt hier auf der anderen Seite langsam zum Vorschein, wenn wir hier dran drehen. Wer sich auskennt, wird schon gemerkt haben, hier haben wir einfach eine Schnecke in Form eines Graufilters, und so weiter wir hier drehen, desto schlechter können wir die Pupille sehen. Und wenn wir hier durchgucken, sieht das Ganze auf der anderen Seite ganz genauso aus. Ich weiß nicht, wie gut ihr das seht, wahrscheinlich gar nicht. Schade. Dann seht ihr, dass hier diese Pupille halt immer weiter, von dem Grauverlaufsfilter hier verdeckt wird und das Sehen immer schwieriger wird. Und ihr seht auch, dass hier oben eine Zahlentabelle langsam durchläuft. Die werden wir uns jetzt mal genauer angucken. Hier seht ihr nochmal die Zahlentabelle in groß. Und ihr seht, sobald sich dieser Graufilter hier über die Pupille bewegt, werden hier verschiedene Verschlusszeiten und Blendenkombinationen angezeigt. Dabei werden wahrscheinlich den Fachkundigen unter euch aufgefallen sein, dass man hier nirgendwo den ISO-Wert einstellen kann. Das liegt daran, dass das Ding hier wahrscheinlich auf 50 ISO fest geeicht ist. Und wenn man einen nicht 50 ISO-Film benutzt, muss man entsprechend umrechnen. Das ist ein bisschen umständlich, aber nicht so umständlich wie das, was ihr hier seht. Und zwar ist das hier noch die alte Blendenreihe, wie sie zum Beispiel bei Leica-Kameras vorkommt. Und zwar hat sich Leica damals gedacht, wenn unsere Offenblende 3,5 ist, und die war beim alten Elmar immer 3,5, dann gehen wir nicht her und benutzen die ganzen Blendenwerte, wie sie sich aus 1 errechnen, sondern nehmen immer eine ganze Stufe, und so kommt hier nach 3,5 nicht 4, sondern 4,5, danach 6,3, 9, 12,5, 18 und 25. Das war damals sehr praktisch, denn immer wenn man eine Stufe abgeblendet hat, hatte man immer genau eine Lichtmenge weniger, und dass das Ganze hier vorne irgendwo nicht bei 1 anfängt. Objektive mit einer Lichtstärke von 1 waren damals fast undenkbar oder auch nur wirklich für wissenschaftliche Zwecke vorhanden. Und wirklich gut waren die auch nicht, die gab es in der Fotografie also nicht. Also wieso diese Blendenstufen benutzen. Auch sind die Zeiten etwas anders. Und zwar hat man hier 2000, 1500, 250 und 100. Heute hätte man wahrscheinlich 125 und 60 anstatt 150. Aber das war auf den Einstellrädern der alten Leica-Kameras ebenfalls so. Und auch viele andere Kleinbildkamerahersteller haben dann halt diese alten Zeiten hier benutzt. Die muss man heute entsprechend umrechnen oder sich einfach eine Leica Römisch 2F oder so etwas in der Richtung besorgen. Ich finde das hier sehr interessant. Ich habe das draußen noch nicht getestet, was ich wahrscheinlich bald mal tun werde. Auch ist das Ding hier drin ein bisschen staubig. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber da werde ich demnächst mal versuchen, ob man das aufschrauben kann. Ich werde das gute Stück demnächst auch mal im Feld testen und werde euch dann natürlich berichten, wie sich dieses gute Stück hier geschlagen hat. Sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Hier kommt es zum nächsten Video. Und hier gibt es wie immer ein Überraschungsvideo. Dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken und bis dann.